Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen. Also die Ausgleichsregelungen für den Ausbildungsverkehr neu aufzustellen, das muss man unbedingt machen, das ist keine Frage. Der Bund bietet ja auch schon seit 16 Jahren die Möglichkeit dazu, das zu tun. Es ist eine uralte grüne Forderung, das endlich zu machen. Die allermeisten Bundesländer haben das schon längst ihre Hausaufgaben gemacht. Bayern ist eines der letzten Bundesländer, das das in Angriff nimmt. Vor 4 Jahren hat der Bayerische Landtag die Staatsregierung aufgefordert. 4 Jahre hat es gebraucht. Ich mutmaße mal, wenn wir das Deutschland-Ticket nicht hätten, dann wären wir immer noch nicht so weit. Da sieht man mal, wie viele positive Nebenwirkungen das Deutschland-Ticket hat. Kaum ist es in Kraft gesetzt, schon nimmt man endlich diese Aufgabe in Angriff und will das besser und anders aufstellen. Der Oberste Rechnungshof hat ja schon seit vielen, vielen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass das hier besser und anders organisiert werden muss in diesem Punkt, um den ÖPNV vernünftig zu organisieren und zu finanzieren, vor allem in Bayern. Alte grüne Forderung, wie gesagt. Wir haben allerdings, ist es so, dass der bayerische Löwe hier nicht nur sehr langsam ist, sondern auch nicht besonders weit und hoch springt, sondern nur so weit, wie er halt unbedingt muss. Ganz wichtige Dinge, die eigentlich in eine Reform für das ÖPNV-Gesetz auch hineinkehren, die sind wieder nicht dabei. Zum einen gibt es immer noch nicht mehr Geld, sondern wir sind immer nur auf uralten Kostenständen und Kostensätzen hier unterwegs. Es ist auch immer noch nicht drin, dass man mal eine Verpflichtung für Nahverkehrspläne hätte, zum Beispiel. Eine Verpflichtung zu Verkehrsverbünden ist auch nicht drin und viele weitere Punkte. Damit werden wir uns dann in den Ausschussberatungen auseinandersetzen. Immerhin wird jetzt ein bisschen was gemacht. Man hätte aber auch gleich einen großen Wurf machen können, meine Damen und Herren. Vielen Dank.